Notfallbericht des Eurokommissariats Schlesien, Tausende von Randalierern nehmen die Straßen ein, angeheizt von nationalistischen und rechtsextremen Terrorgruppen, und verbreiten antideutsche und anti-EU-Stimmungen. Diese Extremisten beschuldigen die deutsche Führung fälschlicherweise des Imperialismus und lehnen Deutschlands wichtige Beiträge zur EU ab. Vor ein paar Jahren, während der Niedergangszeit Polens aufgrund vieler falscher Entscheidungen, konnte die Europäische Union dank demokratischer Intervention zahlreiche Leben retten. Jetzt versuchen dieselben Menschen, die wir gerettet haben, die Region zugunsten von Terroristen zu destabilisieren. Der Eurokommissar der Region, Grzegorz Schetyna, hat auf einer Pressekonferenz über das Problem gesprochen. Bevor wir näher darauf eingehen, möchte ich sagen, dass wir diese Probleme so schnell wie möglich beheben müssen. Später, mit der wachsenden Krise, hat der Eurokommissar der benachbarten Region Westpolen öffentlich seine Unterstützung für die Regierung erklärt, indem er Hilfe bei der Sicherung der Region anbietet. Uwaga, uwaga, Achtung, Achtung, uwaga, uwaga, Achtung, Achtung, uwaga, uwaga, Achtung, Achtung. Der Europäische Verteidigungsrat hat eine Gefahrenwarnung für die Zivilbevölkerung für Europrotektorat Polen bis auf Weiteres ausgegeben. Suchen Sie so schnell wie möglich Schutz und hören Sie die Notfallwarnungen für weitere Informationen. Rada Obrony Europejskiej wydała ostrzeżenie o niebezpieczeństwie cywilnym dla Europrotektoratu Polska do odwołania. Jak najszybciej znajdź schronienie, słuchaj alertów alarmowych, aby uzyskać dalsze informacje. In den letzten Tagen haben massive militärische Aktionen in der Nähe stattgefunden, um die Gräueltaten vieler rechtsextremer Terrororganisationen, die versuchen, die Macht und ihre Freiheit zu übernehmen, zu unterdrücken. W ciągu ostatnich kilku dni w pobliżu miały miejsce masowe działania militarne mające na celu stłumienie okrucieństw wielu skrajnie prawicowych organizacji terrorystycznych, które dążą do przejęcia władzy i odebrania wam wolności. Vor kurzem haben die Gruppen jedoch einen bedeutenden Durchbruch erzielt, der es ihnen ermöglicht hat, beträchtliche Gebiete in unserem Land einzunehmen. Dies ist ein Kriegsakt und muss schnell gelöst werden. Wir bitten alle Zivilisten, die nicht dem Militär angehören, so schnell wie möglich Schutz zu suchen, um Kreuzfeuer und Verbrechen, die von den Terroristen begangen werden, zu vermeiden. Jednak niedawno grupy te dokonały znaczącego przełomu, pozwalając im na przejęcie znacznych terytoriów w naszym kraju. Jest to akt wojny i należy go szybko rozwiązać. Prosimy wszystkich cywilów, którzy nie są związani z wojskiem, aby jak najszybciej znaleźli schronienie, aby uniknąć strzelaniny i przestępstw popełnianych przez terrorystów. Alle militärischen Zivilisten müssen sich so schnell wie möglich bei ihrem örtlichen Einberufungsbüro melden, um sich unserer Verteidigungsinitiative anzuschließen. Allen, die sich melden und für die Demokratie kämpfen, wird eine erweiterte Bezahlung gewährt. Wszyscy cywile związani z wojskiem powinni jak najszybciej zgłosić się do lokalnego biura poborowego, aby dołączyć do naszej inicjatywy obronnej. Wszystkim, którzy się zgłoszą i będą walczyć za demokrację, zostanie przyznane dodatkowe wynagrodzenie. Wenn Sie verdächtige Aktivitäten von Menschen um sich herum bemerken, von Nachbarn bis hin zu zufälligen Fremden, zögern Sie nicht, den Staat zu informieren. Für Ihre Hilfe in diesen schweren Zeiten wird eine finanzielle Belohnung gewährt, wenn Sie sich in irgendeiner Weise mit den Terrorgruppen verbünden. Werden Sie mit einer härteren Strafe von 1 bis 10 Jahren Gefängnis rechnen müssen. Jeśli zauważysz jakiekolwiek podejrzane działania ludzi wokół siebie, od sąsiadów po przypadkowych nieznajomych, nie wahaj się powiadomić państwa. Za pomoc w tych trudnych czasach otrzymasz wynagrodzenie pieniężne. Jeśli w jakikolwiek sposób sprzymierzysz się z grupami terrorystycznymi, będziesz podlegał surowszej karze od 1 do 10 lat więzienia. Heute stehen wir vereint da, um uns gegen die Bedrohung zu verteidigen. Ruhm für Europa, Ruhm für sein Volk. Dziś stoimy zjednoczeni, aby obronić się przed zagrożeniem. Chwała Europie, chwała jej ludziom.